Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch das Kicker-Sonderheft von den Europas Top-Ligen 2017-2018 vor. 10 Ligen und 172 Vereine sind in diesem Heft enthalten mit allen Sommertransfers. Also hier geht's los, hier die Übersicht der ganzen Nationen. Dann ein Interview über die wahnsinnigen Transferausgaben in diesem Sommer, war ja schon Wahnsinn, die Transferausgaben. Hier steht es auch nochmal. Dann die Bundesliga. Ja, auch die Übersicht über die Bundesliga. Also alles Mögliche. Und so sehen halt dann die Kader aus. Über jeden Verein gibt es da in der Bundesliga welche. Also über alle 18 Vereine der Bundesliga. Ich zeige jetzt nicht alle Teams. Es wird einfach zu lange dauern. Hier nochmal der Spielplan von der Bundesliga. Habe ich zwar schon, aber dann. Das ist Partnerschaften von Vereinen. Auch interessant. Dann kommen wir zur Premier League in England. Hier natürlich auch nochmal alles Wissenswertes über die Premier League mit Rekordtorschützen unter anderem und so weiter. Und natürlich auch den Spielplan von der Premier League und den ganzen Teams. So sieht es auf jeder Seite hier aus. Von allen Teams gibt es hier eine Doppelseite bzw. eine Seite. Also sonst wäre einfach das Heft viel zu groß. Mit jetzt zu viele Seiten. Dann kommen wir zu Spanien. Zur spanischen Liga. Auch hier wieder die ganzen Statistiken über die spanische Liga. Natürlich den Spielplan von der La Liga. Und die Übersicht über die Mannschaften. Die besten Mannschaften haben eine Doppelseite bekommen und die anderen Teams haben nur insgesamt jeweils eine Seite, wie hier zum Beispiel, zur Verfügung. Also ich finde dieses Sonderheft auf jeden Fall gelungen. Finde ich eine gute Sache auf jeden Fall. Und vor allem, man lernt halt auch dann die ganzen Vereine von den ganzen Ländern kennen. Jetzt kommen wir zum Beispiel zu Italien. Auch hier wieder die Statistiken über die italienische Liga und natürlich der Spielplan der Serie A. Und auch die besten Mannschaften haben hier auch eine Doppelseite wieder. Und die anderen Teams jeweils nur eine Seite. Finde ich auch ganz in Ordnung, so die Aufteilung. Große Beilagen gibt es nicht hier in diesem Heft. Kostet ja auch nur 3,90 € und ist am 14.09., also heute, wo ich das Video aufnehme, rausgekommen. Video wird wahrscheinlich erst morgen online gehen. Dann kommen wir zur französischen Liga. Hier der Spielplan etwas anders aufgeteilt. Weil hier steht schon, Hin- und Rückrunde sind anders. Und es ist so, dass jeder Verein bloß eine halbe Seite hat. Man sieht Mannschaftsinfos und Kader, sieht man auch hier. Dann kommen wir zur portugiesischen Liga. Auch hier gibt es den Spielplan. Auch 18 Mannschaften sind in der Liga in Portugal. Und auch hier hat jeder Verein nur eine halbe Seite. Kann ich auch schon nachvollziehen, weil sonst das Heft einfach zu viele Seiten hätte. Dann die niederländische Liga. Gibt es auch hier wieder den Spielplan. Auch hier jeder
wieder jeder Verein nur eine halbe Seite. Aber das ist, denke ich, auch ganz in Ordnung. Hier ein Gewinnspiel. Das war das Einzige, was dabei war. Dann die Türkei. Auch eine ziemlich interessante Liga, wie ich finde. Auch hier gibt es wieder 34 Spieltage. Wie auch in der Bundesliga und wie auch in manchen anderen Ligen, zum Beispiel in den Niederlanden und so weiter. Und hier auch wieder das Gleiche. Auch alle Kader mit allen Spielern sind jetzt dabei. Auch die Wechsel jetzt noch im Sommer. Dann kommen wir zur Schweiz. Die haben einen etwas kleineren Spielplan, sieht man auch hier. Die haben weniger Teams drin. Nämlich nur 10 Mannschaften hat die Schweiz. Denn letztendlich kommt man auch noch zu Österreich. Auch hier spielen nur 10 Teams um die Meisterschaft. Ja, und dann war es auch schon fast wieder mit diesem Video hier. Jetzt sind wir ziemlich schnell durchgekommen. Und hier die Meisterpokale in den 10 Ligen, in den 10 besten Ligen in Europa. Und hier noch, ja, Gutscheincode und so weiter. Dann würde ich sagen, war's das mit diesem Sonderheft, mit dieser Sondervorstellung. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Also bis dann und ciao.